So Leute, allen Anschein nach ist ja ein neuer Godzilla-Trailer oder ähnliches erschienen. Ich sage jetzt ganz klar oder ähnliches, weil das Ganze wurde auf einer Fanseite von Godzilla auf Facebook gepostet. Und diese Fanseite beschäftigt sich eigentlich grundlegend mit Godzilla-Content. Und die haben dann auf einmal aber auch diesen Trailer hier gedroppt oder beziehungsweise verlinkt. Allerdings ist der komplett auf Japanisch. Also der Schriftzug ist auf Japanisch und ich habe keine Ahnung, worum es sich handeln könnte. Ich schätze mal, es geht einfach um einen neuen Godzilla-Film, der anscheinend im Jahr 2022 erscheinen soll, denn hier ist nämlich auch das Jahr 2022 angegeben. Ich würde sagen, wir schauen da jetzt einfach mal rein und werden dann schon schlauer werden. Es handelt sich auf jeden Fall um einen Kaiju-Film. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, wir können hier einen neuen Godzilla-Film erwarten. So. Und los geht's. 大怪獣の後始末。 Das war erstaunlich nichts aussagend. Wenn irgendjemand von euch in der Community wirklich der japanischen Sprache mächtig ist, wäre das super cool, wenn ihr das irgendwie übersetzen könntet, was hier angezeigt wird. Am Ende habe ich nur das Wort Kaiju verstanden. Ich bin der Meinung, wir haben aber hier wirklich Godzilla gesehen. Auf dem Cover sieht man eben auch Godzilla, wie er einfach, naja, quasi tot am Boden liegt. Und der Film hat jetzt ja diesen Text hier eingeblendet gehabt, mit dem Fragezeichen am Ende. Ich schätze mal, es könnte hier darum gehen, was passiert ist. Mich würde interessieren, ob es wirklich ein Godzilla-Film ist oder ob wir hier einfach nur einen Kaiju-Film haben. Aber ich kann doch einfach mal hier unten den Text nehmen und den im Google-Übersetzer einfügen. Dann schauen wir doch mal, was dabei rauskommt. Okay, es handelt sich anscheinend aber um eine Serie. Im deutschen Titel ist jetzt hier wirklich wenig rauszulesen. Okay, Super Special Report, landesweite Roadshow 2022. Ich bin mir nicht mehr sicher, um was es sich hierbei wirklich handelt. Ich hoffe, das Video ist jetzt nicht komplett für die Katz. Ich dachte, es wird wesentlich mehr gezeigt. Ich dachte, wir hätten hier wesentlich mehr Content, um irgendwie drauf einzugehen, was wir hier sehen. Ich bin mir inzwischen nicht mal mehr sicher, ob wir überhaupt von einem Film oder einer Serie quatschen oder ob es hier um was ganz anderes geht. Ich nehme gerade nochmal hier aus der Beschreibung den Text. Mal gucken, ob wir dadurch vielleicht ein bisschen schlauer werden. Okay. Also, der Text in der Beschreibung sagt Folgendes. Was wirst du mit diesem Körper machen? Die Geschichte eines riesigen Monsters, das jeder kennt, eine Geschichte von nach dem Tod, den niemand kennt. Das ist der Text, der in der Beschreibung drin steht. Könnte es hierbei wirklich um Godzilla gehen? Die Geschichte eines riesigen Monsters, das jeder kennt. Es kann natürlich auch sein, dass das einfach nur im Deutschen falsch übersetzt ist von der Grammatik her, dass das eigentlich bedeuten soll, die Geschichte eines riesigen Monsters, die jeder kennt, dass es sich hierbei um die Geschichte handelt. Ich werde euch auf jeden Fall den Trailer auch in der Beschreibung verlinken. Ich hoffe, das war jetzt kein extrem sinnloses Video. Ich dachte einfach, wir bekommen da wesentlich mehr zu sehen und können vielleicht aus dem Kontext heraus irgendwas mitnehmen. Aber es scheint tatsächlich, also wenn das, wie es hier steht, richtig übersetzt wurde, ein Monster, das jeder kennt, ist für mich Godzilla. Und dass sich dieser Film wohl um den Tod von Godzilla handelt. Das heißt, wir haben einen Godzilla-Film, in dem Godzilla einfach tot ist und gar nicht so eine Rolle spielt. Könnte so ein ähnlicher Arthouse-Film werden, wie für mich ist auch Shin Godzilla ein totaler Arthouse-Film. Das wird wahrscheinlich sowas Ähnliches sein.
Allerdings bin ich mir, wie gesagt, nicht sicher, ob das hier wirklich ein Film wird oder eine Serie oder was auch immer. Ich wollte es auf jeden Fall mit euch teilen, weil mich das Ganze dann doch schon irgendwie gefreut hat. Ich habe da nirgendwo was anderes drüber gefunden. Man findet das ganze Ding allerdings auch nur auf Japanisch oder eben mit englischer Sprache. Sie haben ja Englisch gesprochen. Wir schauen noch mal ganz kurz rein. Okay, leider bekommen wir auf den Funkspruch am Anfang des Soldaten auch nicht allzu viel mehr an Dialog zu hören, an Monolog zu hören. Echt schade. Gut, ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wenn ich da noch irgendwas drüber herausfinden sollte, worum es sich da wirklich handelt. Ansonsten könnt ihr mir eure Theorien in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht weiß auch der ein oder andere, worum es hier genau geht. Wäre super, wenn wir das irgendwie auflösen könnten. Würde mich auf jeden Fall mal brennend interessieren. Sieht relativ hochwertig aus. Auch von den Sets. Deswegen denke ich mal, dass wir hier doch irgendwas Film oder Serie zu sehen bekommen. Ja, müssen wir eben mal abwarten, bis das Ganze sich ein bisschen, vielleicht ein bisschen größer aufbauscht. Ich schätze mal, wenn das wirklich ein kommendes Projekt ist, wird das auch schon sehr bald da einen richtigen Trailer zu geben und dann eben auch in Englisch, mit englischer Schrift, schätze ich mal schon. Und dann kann man da ein bisschen mehr raussehen. Bis 2022 haben wir es ja noch ein bisschen hin. Und es wurde nicht mal gesagt, wann er 2022 rauskommen sollte, so wie ich es hier zumindest sehe. Ist da noch nicht mal einen Monat angegeben, wenn der Film erst Ende 2022 rauskommt. Dauert das wohl noch ein bisschen. Ich schätze mal, dass wir hier einfach so einen kleinen Pitch bekommen haben auf ein kommendes Projekt. Worum es dabei gehen könnte, ich mache mir da einfach mal ein paar Gedanken drüber und da können wir gerne mal in einem Livestream drüber quatschen. Worum könnte es in einer Welt gehen, in einer Geschichte, in der Godzilla getötet wurde oder tot ist, beziehungsweise wer hat ihn getötet? Also was kann da passiert sein? Das ist eine ganz coole Sache, glaube ich, für einen Livestream, wo man drüber quatschen könnte. So, das war's dann auch schon mit diesem kurzen Video. Wie gesagt, ich dachte, wir kriegen hier ein bisschen mehr Infos raus. Hoffe, das war trotzdem in Ordnung und würde sagen, dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.